Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki. Ja, wir sind wieder in unserer Mainbase und gerade aufgestanden. So sieht es jedenfalls aus. Es ist 6.30 Uhr und mein Mikro hängt falsch. So, ja. Okay, was wollten wir denn machen? Wir wollten heute unsere Base hier mal fast zu Ende bauen, also sprich das Hochhaus zu Ende bauen. Dafür habe ich natürlich hier wunderschön grobes Seil gemacht. Habe ich wohl. So, und dafür machen wir gleich noch neues. Bin ich da? Bin ich laut? Und alles gut? Moment. Muss mal eben hier nach dem Rechten gucken, nicht wahr? So, das ist okay. Warte mal, und dann laufen wir mal gleich hier rüber. Und auch hier rüber. Vielleicht brauche ich ja noch einen, ne? Noch ein Spinnrad für meine komischen Ideen, die ich immer habe. Aber im Grunde hat alles soweit super geklappt. So, drei Stück. Habe ich hier vielleicht noch eine Reserve? Nö. Warum liegt das so? Das muss so liegen. Ja, ist schon bescheuert irgendwie, ne? Immer schön ordentlich. So. Seil haben wir jetzt eine ganze Menge. So, jetzt können wir eigentlich hochgehen. Ich glaube, Stängel brauche ich auch noch. Ich nehme die gleich mit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich oben noch welche hatte. Aber ich glaube schon. Boah, ich habe Angst, dass ja kein Gras mehr wächst, ne? Da wächst kein Gras mehr. Und ich habe es verkackt. Aber ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal, das passt schon. So, laufen wir zusammen hoch und kriegen zusammen einen Drehwurm. Oh, wunderbar. So. Ist die Biene etwa immer noch da drin? Oh ja. Ja, Bienchen, irgendwie, wie bist du denn hier reingekommen? Auch nicht, ne? Weißt du selber nicht? Hm. Ich habe eine Biene. Sind die Sachen denn schon kaputt hier? Nö. Hm. Ja, vielleicht muss ich die rauslassen. Ich weiß auch nicht, warum die da rein, wahrscheinlich reingeglitscht, ne? So wie das halt passiert. Oder Tür war auf hier. Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht so schön. Vielleicht sollten wir die irgendwann mal retten. Das kleine Bienchen. So, dann schauen wir mal weiter hier. Bababu, babu. Du-di-du. Ich krieg wieder so einen Drehwurm. Oh. Und dann müssen wir uns überlegen, wenn wir es fertig haben, hier können wir auch schon fertig machen. Zack. Müssen wir uns echt überlegen, wie weit wollen wir noch? Also das ist, glaube ich, jetzt die letzte Stufe hier. Guck mal, jetzt haben wir es. Ja, das war das Letzte. Das war es echt das Letzte. Ich schwöre. Jetzt sind wir nämlich wirklich auf Höhe des Lasers. Das ist wirklich hoch genug. Und wenn wir von hier oben tatsächlich irgendwo hin wollen, von hier oben kommen wir überall hin. Ich glaube, das reicht jetzt. Selbst auf den Giftsprüher da. Wie heißt so ein Ding eigentlich? Wie heißt das? Giftsprüher. Oder Giftflasche oder so. Ich meine, wir haben so ein Ding auch im Garten, aber eigentlich nur um Duft zu versprühen. So, warte mal. Okay, habe ich. Wahnsinn, den kann ich auch schon machen. Ja, ich würde sagen, das ist schon mal okay so, ne? Da müssen wir nur nach außen hochgehen, das Stückchen. Ja, das Stückchen ist gut, ne? Das ist natürlich auch jetzt wieder ein bisschen anstrengend. Und dann haben wir ein Dach drauf und dann höre ich mich schlecht. Oh nein, ich höre mich nicht. Oh nein! So, ja. Kleines Problem zwischendurch mit der Technik. Wie immer, macht super Spaß, nämlich nicht. Und dann habe ich das Gefühl, ich höre mich nicht und beiß in das Mikro rein. Und also ein Quatsch. So, jetzt gucken wir mal weiter hier. Wir waren ja noch nicht so weit. Wir sind ja da noch nicht so weit gekommen. Stabile Stängelwand. So, die setzen wir gleich. Ich kann die auch zu Ende bauen. So. Das machen wir jetzt zu Ende. Upsi. Das machen wir jetzt wirklich zu Ende. In dieser Folge. Egal wie lange das dauert. Oh Gott, was habe ich da gesagt? Würde ich wirklich vorschlagen. Dann haben wir es fertig. Und dann können wir uns um andere Aufgaben kümmern. Hier dieses Hochhausprojekt, das war sehr engagiert. Aber irgendwie hat man so den Eindruck, die Zuhörerschaft und Zuschauerschaft,
Gähnt gelangweilt bei jeder Folge. Ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich fände es auch langweilig, wenn nur noch Hochhaus gebaut würde. Deswegen bin ich ja auch jetzt froh, wenn es fertig ist. Dann können wir wieder neue Sachen machen. Und ich hoffe ja, bald kommt das ein größeres Update wieder. So, machen wir hier eine Tür wieder rein. Aber diesmal machen wir wirklich eine Tür, ne? Würde ich sagen. Eine Tür, stabile Tür. So. Das geht. Super. Und dann ist die Frage, was machen wir außenrum? Oder machen wir hier noch ein Dach drauf oder so? Aber mal gucken, können wir hüpfen? Oh, das wird knapp. Wir haben nicht mehr so viel Hüpfenergie. Da müssen wir ganz zum Schluss abbrechen, ne? Abspeichern. Abbremsen, wollte ich sagen. Wir hüpfen mal. Oh nein, scheiße. Ganz zum Schluss abbremsen. Ui. So. So hat's geklappt, ne? Jetzt müsste der auch fast verbraucht sein, ja. Oh, kommt da etwa 117, 116. Was passiert dann? 114. Oh, das ist neu. Das habe ich noch nie gesehen. Ich muss was trinken. Warte mal, sterbe ich dann echt? Was möchte ich eigentlich wissen, ne? Sterbe ich dann? Oder nicht? Weil ich will das jetzt wissen. Und ich trinke meinen Kaffee, ne? Prost. Voll leise getrunken. Sterbe ich dann wirklich? Nee, ich glaube das nicht. Boah, und wenn ich sterbe, ne? Ist ja auch dumm. Dann sterbe ich hier und kann dann sofort hinlaufen, ne? Laufen wir mal hier. Ich will das wissen. Stirbt man, wenn man nichts trinkt? Muss ich mal aufschreiben, ne? Schreibe ich mir auf meinen Zettel für diese Folge. Stirbt man dann, wenn man nichts trinkt? Da, 57, 56. Sonst stirbst du. Ich bin echt gespannt. Oh, was ist, wenn ich sterbe? Ich werde da nicht sofort sterben, oder? Da oben blinkt es. Oh Gott, ich werde sterben. Doch, ich werde wirklich sterben. Doch, ich sterbe. Doch, es sieht nach Sterben aus. Scheiße, ich habe Angst gekriegt. Man stirbt, wenn man nichts trinkt. Das ist neu und schrecklich. Aber irgendwie auch gut. So, essen kann ich auch. Hier was Leckeres, nämlich Weevil. Dörrfleisch. Und ich habe mir Leder gemacht aus einem Bärchen. Kann ich jetzt auch hier dazwischen lagern. Jetzt müssen wir auch Bären wieder neu holen. Ich habe nämlich keine mehr. Ach ja, warte mal. Und ich wollte mal gucken nach diesen coolen neuen Lampen. Habe ich jetzt letztes Mal schon wieder vergessen. Deko. Saftleuchte, Schleimesleuchte, blablabla. Glühwürmchen, Kronleuchter. Madenhaut. Ach ja, Madenhaut und Schleim. Madenhaut und Schleim. Das ist ja schrecklich. Dann brauche ich tatsächlich Madenhaut. Madenhaut und Schleim. Habe ich nicht. Habe ich nichts mehr, ne? Ich hatte nämlich keine Madenhaut mehr. Habe ich letztes Mal gesehen. Eine noch. Da brauche ich tatsächlich noch mal. Und ich brauche diese neue Megaschaufel, diese Upgrade-Schaufel, weiß ich aber auch noch nicht, wie ich die bekomme, glaube beim Burgel, ob man die irgendwie kaufen kann. Oder habe ich die schon? Habe ich die schon gekauft? Hatte ich die schon? Warte mal. Eichenschaufel, nö. Da steht doch nur Eichenschaufel, ne? Okay, Leute. Ja. Total motiviert bin ich. Total motiviert. Also, da hinten gibt es Stängel, die hole ich mir mal. Ui, zack. Komm, wir verbrauchen den jetzt. Zu Ende. So. Okay, guten Tag. Ich bin der Raki. Ich möchte gerne hier ein paar Stängel umhauen. Darf ich euch bitten, mir zu helfen? So, und du auch. Ja, du kriegst auch gleich eine vor die Mütze. Bang, bang, bang. Zack, und noch eine. Ah, gut. So, fein. Das haben wir schön gemacht. So. Okay. So,
Jetzt müsste ich eigentlich alles haben, um oben zu Ende zu bauen, beziehungsweise Treppen hatte ich ja, ne? Mal gucken. Schauen wir mal zusammen nach. Ups. Bienchen, was machst du denn immer noch hier? Ja, ne? Ach, da ist sie immer noch, ne? Ist irgendwie auch blöd. Die muss ich rauslassen. Die hat es kaputt gemacht. Tatsächlich. Ja, die hat es kaputt gemacht. Nicht zu fassen. Die hat es kaputt gemacht. Also können Bienen das kaputt machen? Das finde ich doof. Und eigentlich wollte ich auch... Na, guck mal, die sind alle so ein bisschen kaputt. Ja, das finde ich doof. Dass sie jetzt hier das kaputt macht, finde ich echt mega blöd. Na gut. Da muss ich so Fallen dahin bauen oder so, oder wie? Dann musst du dir Sorgen machen, dass deine Base ständig zerstört wird, weil da irgendwelche Viecher rumrennen. Dann wird es aber spannend hier, zeige ich euch mal. Okay. Supi, so, einmal oben angekommen. So, hier waren wir angekommen, ne? So, jetzt haben wir die Plattform hier gemacht. Ich mache mal nur den und den. So. Dann gehen wir wieder Stängelchen holen. Wir können das so machen. Wir treffen uns unten bei den Stängeln. Oder nee, wir machen es anders. Wir treffen uns wieder oben, wenn ich die Stängel in der Hand habe. Okay? Ich schneide euch jetzt raus. Das ist besser. Sonst. So, da sind wir wieder oben angekommen. Jetzt kann ich hier wunderbar die restlichen Teile ausbessern. Ich glaube, ich habe auch alles mit. Oder hatte alles mit, schon alles wieder verbraucht. Unglaublich, ne? Hier die. Ah, da fehlt mir ein Stängel. Gut, den muss ich noch suchen. Ich glaube, meine Pusteblume ist fast aufgebraucht. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss, ne? Dass ich mich dann selber in den Tod stürze hier. Muss ich mal gucken, wie viel habe ich denn noch? Oh, ganz wenig nur. Ich kann es wagen, ne? Wir können es wagen. Da müssen wir wirklich auf die letzte Sekunde jetzt. Oh, zack. Und jetzt ist sie, glaube ich, weg. Müssen wir uns echt eine neue mitnehmen. Gut. Ja, dann sind wir wieder unten. Und jetzt besorge ich mir noch schnell hier die restlichen Stängelchen, damit die auch mal wegkommen. Jetzt muss ich gucken, warte mal, waren hier nicht auch noch welche? Ach, da hinten, ne? Ach ja, das war ganz vom Anfang hier, ne? Da war ich immer am Anfang. Voll cool. Na gut, hier sind ja auch noch welche, die kann ich mir auch schnappen. Dann schnappe ich mir die noch eben hier. Hier könnte man auch mal bauen. Naja, und dann wollen wir immer noch zu diesem einen Sprenkler hin, ne? Habe ich ja versprochen. Habe ich schon wieder vergessen, ne? Wir wollten noch zu dem einen Sprenkler hin, wo die, an der Nähe vom Bienenkorb, wo die ganzen, Leuchtkäfer bzw. Glühwürmchen und sonstigen Tierchen sind. Das hatte ich vergessen. Und das wollte ich unbedingt noch machen mit euch, ne? Das hatte ich mir vorgenommen. So, dann laufen wir mal zurück. Jetzt habe ich hier natürlich alles liegen lassen. Ist egal. Laufen wir eben zurück. Liegt da auch noch ein? Nee. Okay. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns wieder. Boah, jetzt sieht man es richtig, ne? Da oben ist die Plattform und da ist der restliche. Oh, Wahnsinn. Okay, treffen wir uns wieder oben. Bis gleich. So, oben wieder angekommen. Wunderbar. Dann machen wir mal hier noch zu Ende. Oh, ich wünschte, ich hätte ein paar mehr Stängel immer dabei. Das sind ja doch eine ganze Menge. Jetzt habe ich wieder keine. Nochmal runter. Oh, das reicht kaum noch mit dem Pusteblumenfreund. Deswegen würde ich sagen, treffen wir uns unten. Ich laufe mal runter und sehen wir uns unten. So, wieder oben angekommen. Oh, ohne Ende gerannt. Wirklich bis ans Ende der Welt, um diese Stängel zu besorgen. Jetzt habe ich wieder welche und da sind sie schon wieder weg. Wie schrecklich. So, jetzt können wir eigentlich mal hingehen und hier oben, na gut, ich muss ja noch welche besorgen, leider. Aber wir können schon mal hingehen und vielleicht außenrum, oder sollen wir hier eigentlich? Jetzt ist die Frage, ne? Wie machen wir es? Erstmal muss hier eine Lampe an die Decke. Lampe, also Lämpchen.
Lämpchen Deko. Saftleuchte, ne? Saftleuchte sind immer gut. Die könnte man hier direkt an die Decke machen. Ach, die kann man nicht ranbauen, ne? Scheiße. Kann man noch nicht ranbauen. Aber hier kann ich die ranbauen. Hier so. Boah, ich bin auf Höhe des Vogels, ne? Ist gruselig. Geht das nicht? Doch. So. Und dann habe ich gedacht, wenn man dann hier rauskommt, kann man dann nochmal so einen kleinen Balkon drumherum bauen. Dann ist die Frage, wie, ne? Könnte man auch mit Gras machen. Also einfach so eine Grasboden drumherum. Das würde auch gehen. So außenrum. So. Und dann hat sich's damit erstmal. Bauen wir das mal sauber drumherum. Na komm. So, Vogel. Du kannst hier gucken, was der Raki so für Quatsch macht hier, ne? Und jetzt die Frage, reicht es da aus, ein Dach rüber zu bauen? Jetzt müssen wir mal schauen, ein Dach. Quadratische Dachdecke hier so hin. So. Oder? Das reicht doch, oder? Müsste nämlich genau abschließen. Mal gucken, wie sieht das aus? Boah, ich muss mal runter. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Dann ist das sozusagen die Spitze von unserem Turm. Und dann haben wir es geschafft, Freunde. Dann sind wir durch, ne? Dann haben wir tatsächlich unser riesiges Hochhaus fertig. Und von außen, von diesen Umrandungen dann, könnte man vielleicht noch einen Rand drumherum machen, wenn wir wollen. Von da könnte man dann wirklich überlegen, wo wir überall hin sausen wollen. Ne? Auf den Eimer, da hinten und so weiter. Da müssen wir dann so kleinere Mini-Projekte bauen. Und natürlich auch zurück. Und das müsste jetzt auch gehen, wenn wir dann zurück wollen. Naja, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, mal auf die Uhr zu schauen, und ich stelle wieder fest, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Deswegen sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. War schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich muss leider schon wieder aufhören, aber wir machen genau an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter und machen das Ding da oben noch fertig. Okay? Also bis zum nächsten Mal, euer Raki. Tschüss!